Hi und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Ich bin Julia und das hier ist als mehrteiliger Vlog geplant, bei dem ich mir verschiedene Orte, vor allem Drehorte in Potsdam, anschaue. Grüße gehen dabei raus an meine Freundin, die mich daran erinnert hat, dass ich hier in der Filmstadt wohne und dass sich das ganz gut eignet, um hier ein paar Videos aufzunehmen für den Kanal. Potsdam ist, wie gesagt, unter anderem bekannt dafür, eine Filmstadt zu sein. Es gibt hier, was vielleicht die meisten kennen, die Filmstudios Babelsberg, den Filmpark Babelsberg, das Filmmuseum. Und allgemein gibt es in ganz Potsdam und natürlich auch Berlin unfassbar viele Orte, an denen irgendwas gedreht wurde. Mit auch sehr großen Regisseuren und sehr bekannten Schauspielern. Ich konzentriere mich heute mal vor allem auf die Filmstudios und auf den Filmpark. Und auf die Kulisse von Babylon Berlin, die in der Nähe ist. Ich weiß noch nicht, inwiefern man das alles von außen sehen kann, ob es vielleicht auch offen hat. Das wird eine Überraschung. So, ich bin jetzt auf dem Weg zur Filmkulisse von Babylon Berlin. Und ich glaube, ich habe sie auch gefunden. Mal schauen. Leider und logischerweise kann man das Gelände hier nicht betreten. Aber man könnte zumindest ein bisschen reinschauen. Und das ist schon ganz schön cool, wenn man sich vorstellt, dass hier eine Serie gedreht wird. Es gibt übrigens gerade einen riesengroßen Komparsenaufruf für Babylon Berlin. Über 3000 Komparsen werden, glaube ich, gesucht. Allerdings ist die Voraussetzung, dass man einen Wohnort im Raum Berlin-Brandenburg hat. Und kurze Haare. Genau. Ich weiß nicht für welche Staffel. Aber es ist bestimmt ziemlich spannend, da im Set zu sein. Das sieht auch ziemlich cool aus, finde ich. So ganz verwegen und freudig und heruntergekommen, eignet sich ja oft für so manche Filme. Oh, hier sieht man, glaube ich, ein bisschen mehr. Also zumindest ist hier offen. Okay, aber ich glaube, ich bin nicht mutig genug reinzugehen. Ah, und hier steht noch was anderes. Cool. Okay, irgendwie kenne ich mich gerade nicht aus. Ich dachte, der Filmpark. Okay, ich muss mich kurz orientieren. Also, scheinbar stimmt es schon, dass hier die Studios sind. Also, die Studios, in denen eben zum Beispiel GZSZ gedreht wird. Cool. Das ist auch nicht überall der Fall, dass man plötzlich ein Filmstudio entdeckt, ohne überhaupt danach gesucht zu haben. Geht hier vielleicht gleich etwas richtig Spannendes? Nee, ich glaube nicht. Ja, man darf hier wirklich nicht filmen. Also, ich keine Ahnung, ob es offen hat oder nicht. Ich werde nicht reingehen, weil man wahrscheinlich sowieso nicht drin filmen darf. Aber ich denke, dass man von außen auch schon ein paar interessante Dinge sieht. Es ist nicht optimal, die ganze Zeit in Absperrungen und
Zäunen vorbeizulaufen. Ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das waren Dinosaurier. Plastikdinos, die da so chillten. Der Film Die Traumfabrik, bei dem handelt es sich ja um die Filmstudios, glaube ich, um deren frühe Entstehung oder Filme, die hier gedreht wurden. Ich weiß nicht genau, ich habe ihn noch nicht gesehen. Aber der wurde auf jeden Fall hier auch direkt gedreht. Und mir hat jemand gesagt, die hier an der Filmuni Konrad Wolf studiert, dass zu der Zeit, als die Traumfabrik produziert wurde, war hier eben auch alles abgesperrt und hin und wieder sind Leute vorbeigelaufen mit Federboas und so. Genau. Und das muss wohl genau hier gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Lust habt, dann lasst uns doch ein Abo da und ein Like. Und ansonsten findet ihr hier auf dem Bildschirm noch weitere Videos von uns und Playlists. Und ja, bis zum nächsten Mal.